Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir sind noch in dem, ja, ersten Minish-Dorf, so gesehen. Und wollen mal gucken, ob irgendwer Fragmente fallen will. Ja! Natürlich das grüne Fragment, was wir nicht haben. Das mag ich, ne? Das mag ich. Okay, er auch nicht, okay. Hier oben war hier oben einer. Ja, hier lebt einer. Auch nicht, okay. Mann, warum will der keine Fragmente vereinen? Mann, oh. Mama! Einfach immer nach Mama rufen. Die weiß, was zu tun ist. Ach, kommt schon, irgendwer! War hier oben wer? Ja, da ist Minish. Willst du? Oh! Irgendwer, komm schon, irgendwer! Von dem ich am besten auch das Fragment habe, weil sonst wäre das ein bisschen. Ja. Nicht so nice. Weil dann können wir das Fragment nicht vereinen, Leute. Kommt schon. Okay, komm, wie? Nein. Nein. Okay. Du? Auch nicht. Oh. Also ich weiß, hier in dem Wasser ist definitiv nichts. Allerdings können wir hier ins Wasser. Und hier drüben, da will eigentlich ein Fragment, so ein Minish immer gern Fragmente vereinen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Auch nicht, hä? Der doch sonst immer, wenn man hier hin kann, hat der eigentlich immer die Möglichkeit, mit ihm Fragment zu vereinen. Aber okay. Dann halt nicht. Blödes Spiel. Gönnt mir gar nichts. Aber okay. Aber diese Minish-Musik ist gerade irgendwie so ein bisschen. Weiß nicht, sie fühlt sich so monoton und anstrengend an. So. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Sie ist so. Ne, da oben waren wir, okay. Sie ist zwar echt. Das ist eine schöne Musik, aber so. Ruhig. Monoton. Irgendwie weird. So, muss ich sagen. Also, es kommt mir vielleicht auch nur so vor, aber. Ja. So, wir haben hier noch ein Loch, was wir erkunden können, okay. Ein blaues Fragment, okay. Das ist gar nicht mal so bad eigentlich. Akzeptiere ich. Blaue Fragmente, obwohl wir halt. Also blaue Fragmente will halt nie irgendwer vereinen. Das ist so das Problem. Aber wir können hier erstmal lang. Da oben ist noch eine Schatztruhe, okay. Konnten wir als Minish noch irgendwas machen? Können wir hier rein? Nee, scheint nicht so. Schade, okay. Okay, hier ist noch eine Schatztruhe. Allerdings. Ich hole die jetzt mal schnell. Ne, oben können wir eh nicht lang, wie ich gerade sehe. Schade, okay. Ich hätte uns gedacht, weil oben kann man ja lang rennen. So, als Minish. Also noch weiter oben. Ich kann euch gleich zeigen, was ich meine. Da ist ein Durchgang für Minish. Also als Minish halt. Auch noch eine Truhe. Alter. So langsam sollten wir aber auch bald mal alles haben hier. Im Wald, glaube ich, was bisher erschienen ist. Hier, oben ist noch ein Weg. Da. Da ist der Weg. Da kann man als Minish lang. Und hier ist ein Weg als normaler Link. Ne, auch als Minish, ne? Ja, okay. Ja, da kommt man dann von der anderen Seite aus. Lang. Wir gehen erstmal hier graben, weil hier drin waren wir noch nicht, ne? Nee. Hier dürfte es zwei Kisten geben. Oh, lol. Oh Gott, oh Gott. Und noch einer. Oi, 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 oi. 50 Rubine, wir brauchen kein Geld mehr. Wir haben so viele Rubine, wir sind voll mit Rubinen. Leute, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. So, hier drin waren wir, glaube ich. Waren wir hier drin schon? Oh, ein Deko-Kerl, okay. Hallo. Weil wegen der Nuss, ich ein Glücksfragment vor 100. Ja, ach komm, wir haben das Geld. Danke für deinen Einkauf. Nee, komm, nicht nochmal. Wir haben zwar das Geld, aber egal. Er will ein Glücksfragment vereinen. Das haben wir nicht. Okay, Moment. Kriegen wir immer. Okay, jetzt haben wir ein grünes bekommen. Vielleicht war es ja das, was wir brauchen. Ja! Nice! Sehr schön. So, was passiert? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mit dem noch nie ein Fragment vereint. Hier kommt ein goldener Creep hin, ne? Ja. Ich glaube, dann haben wir auch alle goldenen Creeps, ne? Nee. Nee. Es gibt mehr als vier. Dann, wenn ich das recht entsinne.
Weil wir haben oben auf dem Gongulberg, glaube ich, noch keins gehabt, oder? Und da bin ich der Meinung, gibt es noch einen Ort, wo eins auf jeden Fall erscheinen sollte. Oder? Bin ich jetzt dumm? Sagt nichts, Leute. Sagt einfach nichts. Ich kenne die Antwort. So, da kommen wir gar nicht rüber. Oh, einmal außen rumlaufen. Wir könnten uns auch beamen. Machen wir jetzt auch. Ich glaube, wir machen jetzt echt erstmal den Wald, weil wir im Wald jetzt auch so weit erstmal alles abgeschlossen haben, was wir halt abschließen können. Will der Minisch da oben vielleicht jetzt ein Fragment vereinen? Hallo? Nein, okay. Oder? Ja, ich glaube, bisher soweit... Ja, es gibt jetzt noch was wir gleich machen können, auf jeden Fall. Aber soweit ist erstmal alles erledigt. Da unten im Teil zumindest. Hier ist noch ein Herzteil. Es hat uns sogar einen neuen Herzcontainer gebracht. Lol. Geil. So, wir nehmen erstmal... Oh, hallo. Haben wir nicht. Bist du hier Fee? Du bist doch Herr Fee, oder? Tingel hat mir ja ein Fragment gegeben. Du willst Fragmente vereinen, sagt er. Wie sieht es aus? Sollen wir Fragmente vereinen? Ja, würde ich gern machen, aber... Ich habe kein Fragment zum Vereinen. Aua. Geh weg. Aua. Die haben einen Aimbot. Die haben einen Aimbot. So. Und dich auch noch. Ah, nervig. Okay. So. Wir haben da hinten erstmal gerade ganz viele Durchgänge gesehen. Die wollen wir auch erkunden. Also. Würde ich gern, zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Hier oben. Ein Minisch. Hallo. Ja, ja. Endlich mal blaue Fragmente vereinen. Oh, endlich. Ach du meine Güte. Wusste. Ah, okay, ich weiß, wo das ist. Das ist auch hier im Wald, aber da kommen wir noch nicht hin. Das dauert noch. Wir werden auch nochmal, wenn wir alle Items haben und so, werden wir hier nochmal alles abgehen. Aber ja. Ups. Bist du gekommen, um meine Bohne zu stehlen? Das schaffst du nicht, die sind zu groß. Ich rede genau wie der Älteste, oder? Was? Er redet ganz anders? Puh. Ja, ein bisschen. So, mit einer älteren Stimme und so. So, was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, was wir hier haben. Wieder, wie es aussieht, so ein Labyrinth. Okay, da ist eine Kerze, die wir anmachen könnten. Hätten wir ein Item dafür? Oh. So. Gehen wir erstmal hier lang. Diese ganzen nervigen Gegner. Oh, Leute. Als ob ich jetzt in das Loch gefallen bin. Geht weg jetzt. Geht weg jetzt. Alles für ein rotes Glücksfragment. Dein Ernst. Gerade so das rote Glücksfragment brauchen wir nicht mehr unbedingt. Haben wir eigentlich auch schon erstmal genug von, würde ich sagen. Als ich das jetzt gesagt habe, würde ich bereuen irgendwann. Da oben ist noch ein Minisch-Fleckchen. Ich glaube, hier erscheint irgendwann eine... Eine Ranke, dass wir da überhaupt hinkommen. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Herzteil. Das tun wir später. Und wir können jetzt erstmal... Ja, hier den Weg gehen. Und gelangen hier zum Tyloria-Wald. Und kommen dadurch jetzt hier rein. Ich hoffe, das lohnt sich mehr. Scheint aber auch wieder nur für ein Fragment zu sein. Es scheint so. Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint so. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So viele Gegner. Ah, okay. Ich muss die ja gleich eh besiegen, ne? Das hätte ich auch jetzt machen können. Geh weg. Geh weg jetzt. Ein rotes Glücksfragment. Jetzt würde ich ganz gerne ein paar grüne haben. So. Am Anfang hatten wir so ein paar Struggle mit den ganzen roten und blauen Fragmenten, aber mittlerweile... Bräuchten wir eher grüne, weil so viele grüne Fragmente vereint werden wollten. Dass ich da gerade ins Loch gefallen bin, ist ein bisschen ätzend. Jetzt muss ich diese Gegner hier ein bisschen beseitigen. Und ruhig. Mit Ruhe und Gemütlichkeit an die Sache rangehen. Oder einfach durchsprinten und runterfallen. Das geht natürlich auch. Okay. Oh. Draußen!
So Leute, ich spätestens im nächsten Part geht's dann auch endlich mal in den Dungeon. Ich meine, wir sind jetzt schon kurz davor. Wenn nicht sogar in diesem Part, könnten wir noch in den Dungeon gehen. Ich glaube, es gibt echt kaum noch was zu machen, was wir... Also hier jetzt in dem Bereich. Noch ein Herzteil schnell holen. Und dort reingehen, Leute. Und dort reingehen. Denn der Typ bringt uns auch was bei, oder nicht? Ich bin Maximilian, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Ja, wir wollen trainieren. Verständlich, ich lehre dich nun die gefährliche Technik des Energiestrahls. Du musst weniger als ein Herz übrig haben. Schwinge dein Schwert mit letzter Kraft. Und es ist vollbracht. Hast du es verstanden? Jo. Haben wir. Jaha, da gibt es kein Zurück mehr. Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik spüren. Nun also, die Marionettentechnik von Meister Maximilian. Sehe und staune. 1, 2, 3, Marionette nun sei. Yeah. Nun versuche es selbst. Okay, zack. Sehr gut, ich überreiche die Schrift und die Schwertkunst. Falls du deine Schwertechniken vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Ach, das ist sogar eine richtige Schwertkunst, wie es aussieht. Ja. Oh. Die letzte dürfte dann die sein. Also einmal noch eine von Magnus oder so aus der Stadt. Und dann noch einmal das Gegenteil des Energiestrahls mit keinen Herzen. Mit weniger als einem Herzen. Und zwar das dann im ganzen Herz. Oder mit vollen Herzen. Und der Typ will auch später nochmal ein Fragment fallen. Was halt eines der besten Fragmente ist, die es gibt. Weil uns das, ja, es bringt uns so viel. Das ist halt einfach göttlich. Aber okay, wir sind hier erstmal fertig, würde ich sagen. Das heißt, oh, es glitzert, Leute. Könnte es das sein? Ein Portal in die Minish-Welt? Okay. Nein. Es ist der Tempel des Tropfens. Bah, ein eises Geld ist das. Wenn wir das Element nicht schnell finden, werden wir auch zu Eis. Beeil dich, Doki. Ja, okay. Wir beeilen uns. Halt, der Boden ist aus Eis. Pass auf, dass du nicht hinfällst, auf mich rauffällst, Doki. Okay. Pass auf, keine Angst. Könnte vielleicht passieren, dass wir mal irgendwie in ein Loch fallen oder so, aber das ist okay. Wow. Ah, I, U, ah, m-m. Gibt's hier keine Herzchen drin? Nein. Toll. Okay, ja Leute, dieser Tempel ist sehr kalt. Sehr, sehr kalt. Und eine Mechanik ist es zum Beispiel, diese Sonnenstrahlen etc. zu nutzen. Oder diese Wärme, die halt durch Löcher... Oh, das ist ja Tageslicht. Wie schön warm das Licht ist. Da geht es gleich einem viel besser. Ja. Ja, die Hitze, die Wärme ist ein sehr, sehr großer Bestandteil dieses Dungeons. Damit werden wir sehr viel arbeiten. Sieh mal genau hin. Das ist doch etwa etwas im Eis eingeschlossen. Hey, Doki, sieh doch. Ja, ich sehe das. Kann man das nicht ausstellen, diese Tipps von Ezio, wenn man das Spiel schon kennt? Mann. Ja. Ja, was wollte ich sagen? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Danke, Ezio. Danke. Nett von dir. Dass du mich aus dem Konzept bringst. Das ist echt, echt schön. Aber gut. Ja, auf jeden Fall Licht. Verschiedene Rätsel mit Licht. Hier zum Beispiel. Wir müssen erst... Gott, wie war das denn nochmal? Den hier runter und nach dort schieben. Den hier nach da. Und dann können wir den nach da schieben. Nach oben. Nach rechts. Nach... Oh Gott, oh Gott. Nach unten. Nach links und... Gegen den Schalter nach oben. Und in die Sonne. Und Leute, das ist schon der große Schlüssel. Ja, der Dungeon ist nicht so lang. Wie es scheint.
Und wir müssen die Klappe wieder zumachen, weil sonst kommen wir hier nicht wieder raus. Denn... ja, es wäre ein Loch im Weg. Wie ihr hier seht. Also ich glaube, wir haben einen großen Schlüssel. Gibt es auch so kein Dungeon-Item oder so? Finde ich nett. Erspart uns ein wenig Zeit. Geht das alles hier ein bisschen schneller? Wer ist der Boss? Niemand. Oh, das Element! Ja, so etwas. Okay, wir haben das Element gefunden. Aber leider ist es von dickem Eis umschlossen. So kommen wir nicht ran. Vielleicht kann man das Eis irgendwie schmelzen. Ja, das könnte sein. Oh, Elder, was bist du denn? Richtig. Ja. Ach, Leute. Warum sind hier so viele fliegende Töpfe? Was war hier unten nochmal? Geld. Oh. Und die Karte. Ich sollte mir übrigens angewöhnen, nochmal, bevor wir den Boss machen, die Karte anzugucken, um zu gucken, yo, gibt es eigentlich noch einen Raum, den wir nicht erkundet haben? Oder eine Schatztruhe oder so, die wir nicht geholt haben? Alter. Bin aber auch dumm gerade. Also ich spiele gerade echt nicht gut, ne? Ganz ehrlich, hier überall rein. In jeden Gegner und so. Okay, mehr Konzentration. Vielleicht soll ich die Gegner nicht immer ignorieren, so wie ich die ganze Zeit mache. Wir könnten erstmal da hinten rüber, ne? Ich weiß noch nicht, ob uns das was bringt. Das betätigt jetzt schon mal den Schalter. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt auch unten bleibt. Wir haben gar keinen Schlüssel. Ah, warte mal. Wir können ja klar hier runter. Stimmt, sowas. Ja, genau. So, da könnten wir jetzt wieder hoch. Aber wir müssen erstmal hier runter. Grabstein? Der Wegweiser, auf dem Boden des Krugs verborgen. Auf dem Boden des Krugs? Oh. Das ist cool. Ein Schlüssel, Leute. Denn dieses Ding hier sieht aus wie ein Krug. Das ist cool. Ich habe diesen Wegweiser noch nie gelesen. Ich wusste halt einfach, dass da ein ich weiß nicht mal woher. Ich wusste halt einfach, dass da ein Schlüssel ist. Weiß nicht, wahrscheinlich wird das irgendwann mal wer verraten oder ich... Ach, kein Plan. Oder vielleicht habe ich den Wegweiser doch gelesen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, den Wegweiser gelesen zu haben, nachdem ich halt... immer das Spiel gespielt habe oder so. Aber okay, cool. Ist ein witziger Hinweis. Ist ein witziger Hinweis. Und man kommt auch, glaube ich, von selber drauf ein bisschen, dass da was in dem Wasser verborgen ist, dadurch, dass da ja auch so das Wasser einmal ein bisschen geschimmert hat an einer Stelle. Wahrscheinlich habe ich damals dann deswegen da getaucht und hat den Schlüssel entdeckt. Dann wusste man es einfach. Das kann natürlich sein. Das ist ganz witzig. Finde ich ganz cool. Gott. Ich habe kein Damage bekommen. Okay. Okay. Akzeptiere ich. Wir können jetzt mit dem Platz hier runterfallen. Und jetzt das Blatt benutzen, um hier lang zu rutschen. Okay, einmal kurz runter vom Blatt, genau. Gott, schnell, schnell, schnell. Ui, das war knapp. Und jetzt können wir hier auf den Schalter gehen, um die Wand zu öffnen. So, jetzt einmal erst nach links war das, ne? Rechts kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter. Haben wir noch einen kleinen Boss besiegen, okay. Aber diesmal auf Eis. Okay. Ich hab doch den Kopf angegriffen. Was ist das denn? Geh weg. Okay, diesmal ist er schneller besiegt. Liegt vielleicht daran, dass wir ein besseres Schwert haben. Aber diesmal bringt uns dieser Boss, ist dieser Boss nicht dieser Mini-Boss aus dem Dungeon. Aber er bringt uns den Kompass. Na, habt ihr schon gedacht, dass das Dungeon-Item bringt? Na, habt ihr das schon gedacht? Wahrscheinlich nicht. So. Und hoch, das war knapp. So, hier links konnten wir jetzt halt noch nicht lang, ne? Da war ja... Nein. Hier war nichts, genau. Aber da sehen wir eine Truhe im Eis.
Müssen wir das Eis wohl irgendwie schmelzen, schätze ich. Yeah. So, aber ich sehe gerade, der Part ist vorbei. Das heißt, wir bleiben hier jetzt erstmal stehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!